Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und in diesem Video gibt es nochmal eine Sammlung von Zitaten zum Thema Management. Das ist jetzt nicht nur auf Projektmanagement bezogen, das kann man allgemein auf das Management beziehen. Und das möchte ich einmal kurz vorstellen. Das erste Zitat, wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Von Brecht ist das. Ja, ich denke, das ist auch wieder mal eine sehr wichtige Aussage. Viele sagen ja, wenn wir den Weg schon mal gegangen sind, dann müssen wir den auch zu Ende führen, koste es, was es wolle. Das ist nicht immer die richtige Entscheidung. Viel besser wäre es häufig auch zu erkennen, dass man den falschen Weg eingeschlagen ist und einfach mal von vorne anfängt oder es abbricht oder einfach was anderes macht. Management ist die schöpferischste aller Künste, die Kunst, Talente richtig einzusetzen. Und ich glaube, das ist wirklich auch das, worum es im Kern geht, dass man sich ein gutes Team zusammensucht. Das gilt im Projektmanagement wie auch in der Linienorganisation. Und ja, einfach dort auch zu schauen, dass man unterschiedliche Teammitglieder zusammenbringt mit unterschiedlichen Talenten, unterschiedlichen Art und Weisen mit Problemen und Problemlösungen umzugehen. Denn nur dann wird es wirklich rund und es werden auch wirklich alle Aspekte berücksichtigt, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn alle zu ähnlich sind, dann fehlt so ein Korrektiv. Es ist die Aufgabe eines Top-Managers, sich entbehrlich zu machen. Das finde ich auch tatsächlich etwas, was, glaube ich, viele vergessen. Wenn man erstmal in einer Position ist, aufgestiegen ist in der Hierarchie, dann beobachte ich immer wieder diese Einstellung, jetzt muss ich diese Machtposition auch halten. Und viel interessanter, spannender finde ich, sich zu überlegen, wie kann ich mich eigentlich entbehrlich machen. Und ich habe das tatsächlich bei meinem früheren Arbeitgeber gesehen. Da gab es einen Abteilungsleiter, der gesagt hat, in 5 Jahren gehe ich in Rente und bis dahin will ich es geschafft haben, dass alles soweit automatisiert oder durch externe Dienstleister läuft, dass meine ganze Abteilung überflüssig wird, dass die eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Und da denkt man so, ist der verrückt? Aber das war der richtige Weg. Das war eben auch der Zeichen der Zeit. Das war eben auch die Richtung, in der dieses ganze Thema gegangen ist. Und deswegen war es die richtige Entscheidung. Auch wenn da viele sowas nicht nachvollziehen können, weil sie an ihrem Posten so beharren und daran festhalten. Management ist die Kunst, 3 Leute dazu zu bringen, die Arbeit von 3 Leuten zu tun. Hört sich so banal an, aber wer schon mal die Erfahrung gemacht hat, der weiß, das kann nicht immer so einfach sein. Manchmal ist es schon schwierig genug, wirklich 3 Leute dazu zu bringen, die Arbeit von 3 Leuten zu tun. Ja. Holen Sie sich die richtigen Leute. Ganz gleich, was Sie sonst falsch machen, die Menschen werden Sie retten. Darum geht es im Management. Auch wieder eine tolle Aussage. Zeigt eben auch wieder, wie wichtig das Team ist und wie sehr sich doch die Führungskraft zurückhalten sollte. Und das gilt natürlich insbesondere im Projektmanagement. Man löst keine Probleme, indem man sie auf Eis legt. Genau. Ja. Das wird auch häufig unterschätzt. Da wird dann irgendwas nicht so ernst genommen. Ein Konflikt oder so. Wird schon. Und das kommt später wieder hoch. Das ereilt einem später wieder und dann meistens umso heftiger. Deswegen sollte man Probleme lieber angehen und sie lösen. Wer jedes Risiko ausschalten will, der zerstört auch alle Chancen. Und genau das ist es eben auch, dass viele Leute im Management eben auch versuchen, möglichst wenig Risiken einzugehen, alles abzufangen. Vielleicht ist es auch so typisch deutsch, ja, mit unserem ganzen Denken, immer alles absichern zu wollen. Aber dadurch wird eben auch viel Neues blockiert oder die Möglichkeit, nochmal neue Wege zu gehen. Weil man, das ist eben das Besondere bei Projekten,
oder bei neuen Wegen, die man gehen will. Man hat eben noch keine Erfahrung. Man muss einfach das Risiko eingehen. Ja, das war so ein paar Zitate zum Thema Management. Holen Sie sich das ruhig immer mal vor, erinnern sich immer mal daran, nehmen Sie sich die Zitate raus, die Ihnen am besten gefallen und legen sich eine kleine Sammlung an, vielleicht auch Karten, die Sie einmal im Monat wieder vornehmen und sagen, so, das sollte mich doch auch daran erinnern, dass ich genau das wieder beachte. Oder Sie verwenden es selbst in Präsentationen. Machen Sie mit, was Sie wollen, aber machen Sie was draus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an. So erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.